Ja, die Strömungen sind tatsächlich gefährlicher hier, als ich dachte. Das musste ich jetzt gerade einfach mal so feststellen. Also eventuell hat da Kollege Chris doch recht. Und Grüße gehen auch nochmal raus, das habe ich ganz vergessen. Grüße gehen auch nochmal raus an Official Mimi oder Tim. Ja, finde ich sehr cool, dass du die letzten Male jetzt im Stream immer dabei warst. Und da gehen auch nochmal Grüße raus, weil ich weiß, dass du diese Folgen relativ regelmäßig wahrscheinlich auch guckst. Und zumindest, ich glaube, das meinst du, ne? Dass du ja relativ regelmäßig auch reinschaust. Und Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und genau. Das sind so die Leute, die mir im Chat auf Twitch aufgefallen sind. Weil die inzwischen, also inzwischen sind es tatsächlich relativ viele Leute, die jetzt auch von YouTube zu Twitch gekommen sind und dass wir da auch ein bisschen Spaß miteinander haben. Ne? Also wenn ihr Bock habt, Livestreams werden natürlich jetzt auch nicht in so großer Menge jetzt gerade kommen leider, aber wenn ihr Bock habt, da mal vorbeizuschauen, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Könnt ihr gerne mal unten bei Twitch vorbeischauen und genau, auch Teil da der Community werden. Wir haben da jetzt auch, das ist nämlich auch die nächste Sache, an Nein abgelehnt. Auch da gehen Grüße raus. Erstmal RIP an deinem PC. Da wollte ich, glaube ich, auch, nee, da wollte ich nicht, glaube ich, da wollte ich auch nochmal drüber sprechen, weil ich habe nämlich auch nochmal geguckt, weil ich gerne bei solchen Problemen auch behilflich bin. Ich bin jetzt nicht der absolute Pro, was PCs angeht, aber ich habe doch schon einigermaßen Ahnung von vielen Sachen und deswegen muss ich da auch nochmal gucken. Ich habe mich da auch nochmal ein bisschen schlau gemacht und müsste mal schauen. Wir gehen auch nochmal Grüße raus an Nein abgelehnt. Der tausendste Follower auf Twitch war. Das ist echt schon wieder so ein Achievement, wo ich mir echt sage, so, alter Schwede, holy shit, wie weit sind wir gekommen? Und da nochmal vielen, vielen lieben Dank an dich und freue mich darauf, wenn wir da natürlich dann die locker halten können. Momentan passt es ganz gut. Wir sind noch nicht runtergegangen auf 999 wieder, sondern wir sind bei den 1000 momentan stehen geblieben und das ist ein Achievement. Das ist schon wirklich echt ganz geil und freut mich mega und freut mich auch, dass ich immer mehr Namen oder immer mehr Leute sehe bei mir im Chat auf Twitch, die auch hier auf YouTube unterwegs sind. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das jetzt hier am besten handhaben. Weil wir müssen jetzt, weil wir müssen jetzt hier natürlich auch die Sachen hinplatzieren und das wird jetzt natürlich dann nicht ganz so easy werden. Gucken wir mal, ob das eine Idee sein könnte. Na, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja, wie schon gesagt, da nochmals, wenn ihr Bock habt, da auf Twitch mal vorbeizuschauen, würde ich mich sehr freuen. Wie schon gesagt, momentan nicht so viele Streams aus genau demselben Grund, warum es auch weniger Folgen momentan jetzt erstmal gibt. Aber irgendwann wird es wieder soweit sein, dass wir auf jeden Fall auch wieder ein bisschen regelmäßiger da dann Twitch-Streams machen werden. So, und mit dem Abschluss dieses Themas würde ich auch sagen, sind wir, ich muss natürlich jetzt da oben nochmal ganz kurz, da müssen wir den ganzen Zonen nochmal machen, ne? Sind wir auf jeden Fall mit dem Thema Keil hier unten erstmal durch. Vorne müssen wir jetzt noch machen. Da gucken wir mal, ob das gleich ausreicht. Jetzt wird es aber schon wieder Nacht. Da kümmern wir uns jetzt auch gleich mal drum, dass es wieder Tag wird. Vorher bauen wir natürlich hier vorne nochmal das Ding fertig. Den Kollegen nämlich leider. Zack. Dann schauen wir mal, dass wir das. Das ist halt alles immer so umständlich. Das ist halt leider so ein bisschen das Problem, was mich auch so ein bisschen nervt immer wieder da an diesen Sachen, aber. Was willst du tun? Was willst du tun? Genau. So, kurz. Schlafen, wollte ich sagen. Aber so nicht. So nehme ich. Aber Tür wieder offen gelassen. Zieht ein bisschen. So. Gut, dann haben wir das jetzt aber hier erstmal. Ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Jetzt gehen wir mal nach vorne. Da kümmern wir uns vorne da jetzt nochmal drum, dass wir das da auch noch hingebogen bekommen. Die Sachen lassen wir auch erstmal. So, und wir fangen, glaube ich, hier an, bis nach ganz unten runter, genau. Also quasi hier dann. Da kommt einer hin. Können die da erstmal hinplatzieren. Vor allem da oben, dann wird es nämlich ein bisschen einfacher. Also machen wir das. Und dann den Kollegen dahin. Zack. Und dann kann ich jetzt nämlich an den ranpacken und dann machen wir den nämlich. Und dann können wir an den ranpacken. Ist alles ein bisschen einfacher, ne? Ja, wenn man sich nicht verbauen würde, dann ist das auch alles sehr einfach. Bauen wir uns mal ein bisschen hoch hier. Da einen hin, zack. Da einen hin. Und an den noch einen, ne? Ja, da noch und den letzten. Guck mal, als hätte ich es abgezählt. So, wollen wir das nämlich. So, jetzt aber.
jetzt dürfen wir mit den Zäunen erstmal zumindest außerhalb des Schiffrumpfes durch sein. Ah, das kann sich doch sehen lassen, oder? Auch wenn das am Ende im Wasser steht. Schon geil. Darum könnten wir uns theoretisch auch kümmern, weil die Sache hier natürlich ist, dass wir soweit jetzt natürlich fertig sind hier. Ich bin allerdings noch am Überlegen, inwieweit ich das hier noch irgendwie erweitere. In dem Sinne, dass wir jetzt ja hier schon diese Mauern hingebaut haben und es vielleicht ganz sinnvoll wäre, das auch durchzuziehen bis nach hinten hin. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir das alles dann auffilmen. Vielleicht auch nochmal eine extra Folge dann da. Also wirklich, beziehungsweise nicht eine extra Folge, eine extra Aufnahme dafür. Aber ich finde das eigentlich schon ganz sinnvoll. Wenn wir jetzt hier schon angefangen haben, würde ich es eigentlich gerne durchziehen wollen. Was wir dann hier genau machen, boah, da habe ich noch am Überlegen hier. Weil ich hatte erst überlegt, dass man das so durchzieht, so zickzack, so ein bisschen. Das müssen wir nochmal gucken, damit man das hier halt dann auch noch behalten kann. Wir könnten das natürlich wieder zumachen und könnten dann hier die Mauer dann nochmal ein bisschen durchziehen und dann da so nochmal lang. Dann könnte ich auch nochmal ein etwas größeres Schiff hin. Natürlich nicht in der Größe, aber ne, ihr versteht, was ich meine. Das wäre vielleicht eine Idee. Das gucken wir aber nochmal. Das schauen wir dann. Erstmal machen wir das Ding fertig, weil das ist ja noch gar nicht fertig. Gut, wir haben die Zäune durch. Das bedeutet, wir gehen jetzt weiter zu Leitern, die wir noch an überall platzieren müssen da. Also da muss überall muss da noch was hin. Machen wir erstmal hier ein bisschen an Stickies. Ich habe auch hier noch ein Skelett, wo auch immer das sich rumtreibt. So. Ach, Leiter natürlich, nicht die Sachen. So nehme ich. 8 Stück. Ein bisschen mehr hier. Das reicht schon wieder nicht. 12 Stück. Das wird auf gar keinen Fall reichen. Also wir brauchen wirklich viel. Wir brauchen wirklich, wirklich, wirklich viel. Weil wir müssen ja da die... Oh, nee, das brauche ich nicht. Wir müssen ja wirklich die gesamten Masten hoch. Und auch außenrum noch ein bisschen was tun. Deswegen craften wir jetzt hier mal ein paar Philistics. So... Dennoch. So, und dann würde ich auch nochmal ganz kurz das Thema ansprechen, weil ich jetzt da auch die ganze Zeit schon drüber gesprochen habe, mit der Ausbildung. Einfach da mal so ein bisschen Insights zu geben. Natürlich nur das, was dann auch gesagt werden darf, aber da gucke ich dann einfach mal, dass ich da ein bisschen euch da mal so ein bisschen von erzähle. Ne? Und genau, ich überlege auch gerade, ob ich euch da... Ja, eigentlich kann man das schon machen, ne? Eigentlich kann man das schon... Ja, auf jeden Fall bin ich dann am Flughafen München tätig, deswegen jetzt ja auch momentan in München. Und da hat jetzt dann die Ausbildung begonnen. Das ist jetzt erstmal so eine Grundausbildung, die wir jetzt da machen, damit wir das qualifiziert quasi für alle möglichen weiteren Berufe dann am Flughafen. Auch eine Umstellung, die jetzt relativ neu ist. Und aber an sich ganz cool, weil was man auch wirklich dann sagen muss, was auch wirklich wichtig ist. Es geht nicht mit der Leertaste, muss ich gerade feststellen. Was dann auch wirklich wichtig ist, sich da zu vernetzen. Und das ist auch wirklich echt krass an diesem Flughafen. Da ist wirklich alles wie... Ja, also wie so eine Familie, kann man schon echt sagen. Und das ist echt krass und das ist super cool und macht deswegen auch unfassbar Spaß. Wir sind jetzt erst 2 Tage dabei, ne? Aber das ist so unfassbar krass. Ja, man lernt auf jeden Fall jetzt schon sehr viele neue Leute da halt kennen. Und versteht sich auch vor allem auf Anhieb sehr gut und man merkt einfach, wie da auch alle vernetzt sind, weil wir haben auch Leute dabei, die jetzt das machen, weil das auch so ein bisschen zum Reinschnuppern für die teilweise ist. Leute, die da schon seit 17 Jahren ist, glaube ich, der eine schon mit dabei, also der ist schon wirklich, den kennt auch schon jeder am Flughafen gefühlt, ne? Und ja, sich mit denen so zu vernetzen und zu sehen, was die für Kontakte dann da haben, ist echt abgefahren, das ist echt cool. Und macht richtig Spaß und selber dann die Leute dann noch kennenzulernen, die sind alle super nett und es ist einfach echt. Und dieses ganze Procedure dann am Flughafen so kennenzulernen, ne, wie das dann alles abläuft, das hat man gestern volles Terminal 2. Das war wirklich wild. Also das habe ich so eine Art, habe ich das auch noch nie gesehen, bin ich ehrlich. Also sowas muss man auch mal erlebt haben, ne, dass da wirklich, also das Terminal war so voll, dass die schon nach draußen standen, die Leute. Einfach angeblich Oktoberfest, was es jetzt letztendlich genau der Grund war, weiß man jetzt nicht. Ne, aber es war so unfassbar voll, dass die Leute bis nach draußen standen. Und das mal so mitzuerleben und dann auch so ein bisschen die Insights dazu kriegen, was dann so hinter den Kulissen da passiert, wenn sowas ist. Und das war super cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Der gestrige Tag. Wir sind halt ein bisschen durchs Terminal gelaufen. Wir müssen halt das Terminal natürlich auch in gewisser Art kennenlernen und wissen, was halt so abgeht. Ne? Und dementsprechend waren wir dann da ein bisschen am Rumlaufen gestern. 17 Kilometer sind wir gelaufen. Das war schon echt eine Ansage. Also 17 Kilometer, 17.000 Schritte, 10 Kilometer, so ist es richtig, sind wir da gelaufen. Und das war schon echt eine Ansage. Das war wirklich eine Ansage. Und ja, ich sag mal so, wir können nicht hier oben stehen bleiben. Das ist ein bisschen schade. Da muss ich mal ganz kurz einmal hier... Scheiße.
dass der Block ist lost. Fuck. Ich mag gleich mal neues Brot craften. Kann auch dann bald mal wieder neues holen, wa? So, zumindest so. Ja, der ist leider weg. Geht das auch hier mit der Dings wieder schneller? Nö, mit nichts schneller. Schade. Genau, haben wir so ein bisschen da Insights bekommen und mal so sehen können, wie das dann hinter den Kulissen alles abläuft und sind bestimmt 10 Kilometer gelaufen, 17.000 Schritte gegangen. Wir sind halt durch alle möglichen Terminals durch und so ein bisschen, ne, wie sind so die Laufwege von den Passagieren und sowas, damit man das alles so ein bisschen so versteht, ne, wie das mit Schengen, Non-Schengen, Unclean, Flights und sowas dann ist, ne, also Leuten, die dann irgendwie aus Dubai oder aus den Emiraten oder sowas, also ne, Abu Dhabi, Doha und so kommen, das, die werden ja anders behandelt als Passagiere, also anders behandelt in dem Sinne, dass die halt nochmal eine extra Sicherheitskontrolle und alles so machen müssen, ne, und das haben wir dann so ein bisschen erfahren, wie dann die Laufwege sind und so. Und das war schon echt super cool, da diese Insights zu kriegen und ja, zu sehen, wie das alles abläuft. Jetzt sehe ich gerade, müssen wir noch ein bisschen was platzieren. Das habe ich jetzt gerade mal vergessen. Ja, und an sich ist die Ausbildung, also das wird jetzt 4 Monate wird das jetzt laufen. Und ich bin sehr gespannt, was man da noch alles so für Leute kennenlernt, was man noch alles so für Sachen sehen wird. Ne, das wird sehr aufregend werden und ich freue mich unfassbar auf diese Zeit. Ja, und auch, wie gesagt, neue Leute kennenzulernen ist da wirklich, also die Leute sind unfassbar nett einfach und ist einfach geil. Also ich kann es nur empfehlen, ne, ich kann nur empfehlen, da wer da irgendwie hier in der Nähe München wohnt und sowas und das mal überlegt hat, es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, sich das mal anzugucken und das einfach mal zu erleben. Einfach mal den Flughafen zu erleben und die Leute zu erleben, weil das ist das, was es ausmacht. Der Flughafen würde logischerweise nicht laufen, wenn die Leute nicht da wären und arbeiten würden da. Ne, und wir müssen noch ein paar Zäune machen. Deswegen, jetzt bin ich, haben wir jetzt heute frei und jetzt morgen geht es dann schon wieder weiter, noch wieder weiter mit Lernen vom Flughafen, also wie der Flughafen so aufgebaut ist. Da werden wir dann Tests auch drüber schreiben. Das ist dann auch, das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen, das sind so diese Sachen. Wir schreiben halt viele kleine Tests dann auch über die einzelnen Bereiche und die einzelnen Sachen, die wir uns dann da angucken werden und so. Und, ja. So viel quasi dazu dem ganzen Zeug. Wie jetzt da auch nicht, also ich sag mal so, das ist jetzt da, erstmal darf ich auch nicht allzu viel dann halt über die ganzen internen Sachen und expliziten Sachen erzählen, ne? Sondern jetzt einfach nur so ein bisschen so außenrum, wie das jetzt halt so abläuft, was wir jetzt so ein bisschen machen, ne? Was dann natürlich genau Inhalte und sowas sind, das natürlich nicht. Ne, aber ich hoffe, dass das vielleicht so auch so ein bisschen so ein Insight gibt und wie schon gesagt, ich kann es nur empfehlen, da einfach sich da, wer da Lust drauf hat, sich da einfach mal schlau zu machen, weil ich muss das jetzt auch erfahren, wie krass dieser Flughafen einfach, was das einfach wirklich für ein Familiengefühl ist. Das ist schon wirklich abgefahren und das findest du nicht an vielen Sachen und der Flughafen an sich, muss man auch feststellen, jetzt am gestrigen Tag, der macht einfach Sinn. Auch für meinen späteren Job macht der einfach absolut Sinn, weil die ganzen Sachen einfach logisch bezeichnet sind. Wenn du das jetzt zum Beispiel mit Frankfurt vergleichst, da denkst du dir auch, also wer hat sich das ausgedacht, ne? Und in München ist es tatsächlich so, dass du einfach dir denkst so, ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie das denn hier so aussehen sollte. Und das macht es einfach schön, das macht es auch einfacher, es zu verstehen und es auch einfacher dann am Ende es quasi anzuwenden, ne? Weil du einfach dir denkst, ja gut, das ist ja, ne, das kann ja dann nur so sein, weil es halt, ne, einfach sich logisch überlegt wurde. So, das haben wir weg und jetzt machen wir auf den ganz großen nochmal drauf. Dafür brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Leitern, weil mit den 7 werden wir da, glaube ich, nicht auskommen. So, und jetzt gucke ich gerade, wie habe ich mir das da denn gedacht gehabt? Ich glaube, ich habe die Leiter da an der Seite hochgezogen, ne? Ja, genau. Ich habe die nämlich da hochgezogen. Ich habe das nämlich so gemacht, deswegen werden wir hier wahrscheinlich zumachen. Wir haben das so gemacht, dass man erstmal hier hochgeht. Zumindest ich habe es so gemacht, dass man erstmal hier hochgeht. So. Ja, der Block ist lost, aber was willst du tun? Ah, geht sogar nicht mal. Guck mal. Der Kollege ist halt auch weg. Also entweder ist er jetzt so weg oder er ist halt als ganzer Block weg. Aber wenn ich den jetzt abbaue und den anderen hinplatziere, also den hier, dann kriegen wir den zumindest wieder. Zack. So, dann gehen wir nämlich dann hier hoch. Dann ist das quasi die erste Stufe. Ich würde die auch komplett hochziehen. Wir machen das mal so, ne? Also, dass wir hier hochgehen. Zack. Und dann geht es dann auch hier an der Seite hoch, ne? Ja, dann geht es da auch an der Seite hoch. Also so quasi weiter. Und jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen neue...
neue Leitern. Wir werden auch später noch viel mehr, also für andere Sachen da auch noch brauchen. Deswegen craften wir jetzt erstmal wirklich eine große Anzahl an Sachen. Ach, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin noch so im Dings drin. Noch so im... in diesen Zäunen drin. Das habe ich auch gerade gut verschwendet. Also wirklich gut verschwendet. Wir werden sie auch irgendwo, irgendwann nochmal brauchen. Das steht natürlich fest. Aber ob die jetzt gerade vercraftet werden mussten für Zäune, das lasse ich mal da so hingestellt. Hätten wir auch gerne anders verwenden können. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Also für noch einen danach. Ne, 4 Stück, das reicht nicht. Machen wir nochmal hier ein Stack ready. Zack. Ja, machen wir erstmal so. 4 Stück. Das könnte jetzt so langsam die Anzahl sein, mit der wir auf jeden Fall bis oben hinkommen könnten. 5 Stück können wir auf jeden Fall nicht nochmal einen neuen craften. 8 Stück haben wir davon noch. Davon brauchen wir aber auf jeden Fall noch ein paar mehr auch. Dann machen wir nochmal den und nochmal den. Und dann können wir aus den 2, 3, 1, 2, 3, zack, nochmal ein paar bauen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Sprachnachricht in der alten Dingsgruppe und ein... da bin ich jetzt gespannt. Da bin ich jetzt gespannt. Da müssen wir gleich mal eine Sprachnachricht anhören. Da müssen wir jetzt erstmal ganz kurz gleich eine Pause machen. Weil die scheint sehr wichtig zu sein, diese Sprachnachricht. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wir warten nämlich unter anderem, also meine alten Mitbewohner und ich warten noch auf unsere alte Kaution. Und da bin ich gleich mal gespannt, was da jetzt dann bei rumgekommen ist. Und ja, mal gucken. So ein bisschen das Gefühl, als wenn wir die Kaution nie wiedersehen werden. Das sind über 1000 Euro für die alte Wohnung. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, was da jetzt rumgekommen ist, beziehungsweise was die jetzt da berichten werden gleich. Aber ich muss mal ganz kurz auch kurz gucken. Wie habe ich das da oben gemacht? Ich kann das nämlich aus dem Winkel gerade gar nicht richtig erkennen. Okay, einfach so, okay. Also tatsächlich einfach, so wie wir es jetzt hier auch gemacht haben. So, zack, zack, zack. So, guck mal. Sehr gut. Fackeln können wir da gleich schon mal machen. Dann können wir hier nämlich noch über ein bisschen Fackeln platzieren, damit der, damit das Schiff natürlich auch entsprechend beleuchtet ist. Wir müssen ja eh hoch, müssen noch ein bisschen Wolle holen. Das ist jetzt nämlich, glaube ich, noch eine der letzten Sachen und dann können wir uns dann um den Innenraum kümmern hier unten. Da werden wir nämlich auch noch so 2, 3 Sachen machen. Aber ich stelle mich erstmal ganz kurz hier rein. Wir schlafen noch einmal ganz kurz und ich würde mir ganz kurz mal diese Sprachnachricht anhören. Damit ich da jetzt auch mal ganz im Bilde bin, weil der Smiley von meinem alten Mitbewohner, der sieht gar nicht gut aus. Und ja, das höre ich mir ganz kurz einmal an. Wir sehen uns aber gleich nochmal wieder, also ganz kurze Pause. Bis gleich!